Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TrueFarming. Schön, dass ihr wieder da seid, meine Lieben, oder dabei seid. Ja, nur ganz kurze Info, und zwar heute Abend 19 Uhr startet der Livestream, schaltet gerne ein. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Start in das Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche gehabt und nicht vergessen, morgen 20 Uhr zum Samstag ist der große Spendenstream mit Landwirt in MV, mit Van Hinten 88, mit Freezy, mit Milo, mit Axel, mit Fritz Let's Play, mit meiner Wenigkeit. Gestern hat, glaube ich, der Humor gestreamt. Wir spenden alle in einen Topf rein und, glaube ich, am Sonntag 19 Uhr oder so streamt Ansgar. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und da geht es quasi um die Geschichte mit den Flutopfern. Das, was jetzt mit diesem Hochwasser gerade Altena, was da gewesen ist. Da haben wir ein paar Organisationen ausgewählt. Spendenlink und so weiter kriegt ihr alles dann im Livestream beziehungsweise auch schon auf Instagram. Und da seht ihr auch, es läuft alles über betterplace.org. Also die kümmern sich darum. Wir haben dann nur die Organisationen ausgewählt, wo das dann hingeht. Und da seht ihr auch, wie viel gespendet wurde schon, wie viel wir zusammenkriegen insgesamt und so weiter und so fort. Es wird eine coole Challenge geben Samstagabend. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, ich glaube, es wird einfach ein richtig lustiger, schöner Abend. Und es wird wirklich für einen guten Zweck, weil die brauchen da unten wirklich unbedingt Hilfe. Also unbedingt. Es ist, Geld macht, beschafft nicht irgendwelche wichtigen Sachen, die man in seinem Leben hatte, beziehungsweise irgendwelche Menschen wieder zurück. Aber wir wollen auch irgendwo unseren Beitrag leisten und da irgendwie den Leuten dort helfen, die alles verloren haben. Gut, ansonsten sind wir jetzt wieder zurück am Landhandel, meine Lieben. Bella haben wir schon mal abgeschleppt. Bodo, du machst dich gut. Ja, ne? Beifahrer kann ich gut. Wie sieht's aus? Willst du gleich direkt am Landhandel anfangen? Das klappt doch ganz gut, oder? So, pass auf. Siehst du, wie man das macht? Jetzt habe ich den nämlich komplett hinten aufgespießt. Ja. Ja, geil, oder? Ich muss auch sagen, der LKW, der ist ganz schön zornig. Der LKW ist ein bisschen brutal. So, jetzt muss ich irgendwie... Okay. Drück mir die Daumen, das ist das erste Mal. Oha. Dass ich den so einfach... Oh, scheiße, bin ich gut. Erste Mal ein. LOL! Der steht ja einfach mal perfekt. So, und jetzt haben wir aber das zweite große Problem. Okay, pass auf. Jetzt heißt es Kunst! Oh! Jo. Ist das... Also, ist ja kaum mehr Worte zu fassen. So, und ob jetzt... Ob das mit dem Riesenteil und dem kleinen BMW klappt? Tja, was soll ich dir sagen? Wie soll ich dir sagen? Ich glaube, probieren geht über studieren, oder? Ja. Abholen müssen wir, nützt alles nichts. Nö, ja, richtig. Solange die Stoßstange die vorne dran lässt und nicht abreißt. Und ja, da könnte es tatsächlich problematisch werden. Aber pass auf. Ja, wir können ja den kannst du ja gleich nachher ausfahren und ich versuche mal drauf zu fahren. Ja, genau. Machst schön sachte und alles. Sprit ist auch noch im Tank. So, ich muss mich leider ein bisschen beeilen. Nicht wundern, dass es jetzt hier ein bisschen flotter zur Sache geht. Das ist am Landhandel manchmal so, denn wir haben unfassbar viel zu tun. Wir haben einen festen Magen. Echt? Ja. Bist du auf so Rummelplätzen und so alles fahren? Ja, das kann gar nicht genug Achsen geben, wo man rumgeschleudert wird. Echt? Ja, ja, klar. Geil, bin ich auch. So. Bloß mit der Höhe nachher. Da irgendwann wird's kritisch. Echt? Da habe ich ja gar kein Problem, ne? Also ich bin, es wird auch kribbelig bei mir, aber ich habe kein Problem mehr. Also alles gut. Kennst du die wilde Maus? Ja, ja. Die finde ich abartig. Die so kurz vorm Runterfallen immer umlenkt, ne? Ja. Das diese 90-Grad-Kurven, die das Vieh hat. Oh, nee. Wer kennt sie nicht, die wilde Maus? Dezent. Soll ich den kleinen Insider erzählen? Na? Aber das kannst du. Aber das musst du. Das ist ein Ding, das musst du für dich behalten, Bodo. Okay. So nenne ich manchmal die Bella. Oha. Oha. Mag sie das? Hm. Ich immer meine kleine okay. Wilde Maus. Das denkst du, was da los ist, du. Da geht sie hier, da geht der Motor in den zweiten Gang direkt. So, gut. Lass ich mal aussteigen. Ja, steig mal aus und guck mal, dass wir das Teil jetzt hier da hinten ohne Beschädigung ordentlich draufkriegen. Ein bisschen rollen kann er ja noch. So, ich fahr mal ganz aus, dann haben wir einen flachsten Winkel. Ja. So, warte, senk den ganz ab. Und jetzt mal schön sachte, ne? Ich meine, ist ja ein SUV, ja. Müsste ja klappen irgendwie. Naja, ist da kein Geländewagen.
Ja, das sieht ja ganz gut aus. So, warte. Geilert. Langsam. Okay, das denke ich passt so, oder? Von mir aus schon. Motor ist aus. Wollen wir es riskieren? Ja, soll ich nach vorne kommen oder soll ich hinten bleiben? Ja, komm nach vorne. Wenn man verliert, ist mir lieber, wenn du hier drin sitzt. Das stimmt allerdings. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Dass man Heile irgendwie da hochbekommen zum Landhandel. Aber wir fahren einfach nicht so schnell, wie wir hierher gefahren sind. Wir machen einfach ein bisschen sachter. Ja, ist ja jetzt deine Verantwortung. Ja, ich muss auch dazu sagen, der LKW, den interessiert hier relativ wenig, was hinten dran hängt. Ja. Der, ich glaube, da kannst du sogar im Hafen irgendwo ein Containerschiff anhängen, der zieht auch raus. Ah, mega. So, was der da oben rauspustet, da muss auch was können. Ja, ich muss hier die Spiegel ein bisschen im Dings behalten. Kannst du ja auch mal bitte bei dir auf der Seite das mal da hinten das gute Stück dran behalten. Das wäre echt ganz, ganz witzig, wenn das klappen würde. Nicht, dass wir bei dir ankommen und der Wagen ist nicht mehr hinten dran. Ja, ey, du wirst lachen, das hatte ich schon mal mit dem Schneidwerk. Was? Ist eine längere Geschichte. Zu meiner Anfangszeit ist mir das tatsächlich mal passiert. Habe ich einen Drescher ausgeliefert und bin mit Schneidwerk am Landhandel los, hinten auf dem Wagen. Ja. Ich weiß nicht wie, aber das Schneidwerk war auf jeden Fall beim Kunde weg. Aber ist nichts passiert oder alles heile geblieben? Nee, oder? Ja, also Gott sei Dank ist nichts groß passiert, aber es war schon war schon irgendwie ein bisschen strange gewesen. Ach so, warte mal, ich rufe mal den Ringele gleich nochmal an. Kann der nämlich seinen Wagen hier wieder wegfahren. Das ist sein hässlicher? Ja, der ist pottenhässlich, das ist der Wahnsinn. Raimund? Hallo? Ja? Ja, sorry, wollte ich nicht wecken. Nehme mir jetzt mein Handy fast. Ich fahre ja gerade an deinen Tanke ran, ich wollte nicht in die Zapfsäule rein. Pass auf Gewicht! Ja. Pass auf, Raimund. Und zwar, ich habe gesehen, dein grünes Vehikel steht noch auf der Straße. Ich glaube, das hat zur Absicherung für Bellas Waltra gedient. Ja, dass das besser sichtbar war. Kannst du wegbringen, wir haben den Waltra abgeschleppt, der ist am Landhandel. Okay, was ist denn mit deiner Tanke los? Ja, die produziert schon wieder. Ich bräuchte eine Betankung. Ja, ich guck mal, ob wir schon Diesel wieder drin haben. Und dann wird man direkt losfahren und ich würde dir was bringen, okay? Ich stehe ja hier an deiner Tanke. Ach, du stehst ja an der Tanke? Ja, dann muss ich gucken. Ich muss kurz schauen, ob die Raffinerie schon soweit fertig ist. Wir haben befüllt, aber ich weiß, Schwarzing ist out auf Diesel. Okay, gut, dann fahre ich in der Zeit den Pickup weg. Alles klar, ne? Jo, bis dann. Jo, bis dann. Tschö. Tschö mit Ö. Es gibt nur einen Raimund Ringele. Da kann ich auch eine lustige Geschichte erzählen. Es war mal der reichste Biobauer hier im Dorf. Okay. Bis sein Mitarbeiter um 10 Millionen geprägt hat. Nein. Doch. Der ist mit 10 Millionen, der ist mit 10... Oh, Schild, Schild. Oh, oh. Was los? Alles gut, oder? Du hast dein Schild stehen. Echt? Oder, ja. Ich weiß, da steht Landhandel drauf. Ja, pass auf jeden Fall hatten der, Scheiße, warte mal, wo stelle ich den jetzt hin? Ich stelle den jetzt hier erstmal an der Seite ab. Ja. So. Ja, 10 Millionen, wolltest du sagen. Ja, genau, der hat ihn um 10 Millionen gebrät. Kannst du mir nochmal beim, Dings beim Runtermachen helfen, bitte? Ja, ich fahre den runter. So. Soll ich ihn hier stehen lassen? Ja, das wäre super. Okay, perfekt. Dann sind ja beide Fahrzeuge abgeschleppt. Ja, das ist doch klasse. Also ich muss ja sagen, da bin ich schon ein bisschen Profi mittlerweile. Ich komme gleich wieder, Bodo. Ja. Jupp. Ja. Jo, was machst du? Mist fahren. Können wir mal ganz kurz in die Werkstatt uns vorne treffen? Müssen da mal kurz was besprechen. Ja. Da staut sich ziemlich viel auf. Alles klar, bis gleich. Jo. So, gut, dann drehen wir hier einen schönen Wendekreis. Oh, das hat ja prima geklappt. Also muss ich ja echt mal so sagen. Das war wirklich gut. Können wir dem Bodo neue Reifen drauf machen? Dann hat der Randfletz. Den immer. Der Bella ihren Waldra betanken. Da schmeißen wir nur 2 Liter rein, dass der zum Exporteur kommt. Und dann...
muss der Klaas noch weg. Schauen, was wir für den noch kriegen. So. Okay. Passt das? Nee. So, soll es passen. Oh, der Biest ist wieder im Stall. So, einmal die Pfoten wieder zumachen. Miguel? Ja? Sag mal, wann hast du denn nachher mal Zeit oder bist du direkt eingespannt? Ich hab Zeit, ich bin jetzt am Landhandel, hier ist einiges zu tun. Ach so, ja, wegen dem Traktor. Vielleicht könntest du auch mal zum Landhandel kommen. Ist es dringend? Weil ich bin gerade am Tiefenlockern. Ja, ist dringend. Ah, einen Moment. Okay, bis gleich, ciao. Ja. So, Bodo, ich würde, Denk mal übrigens an den Bosch-Test bei dem Waldfall, dass du da mal ausmachst. Das ist lachend. Nein, Raimund! Ja? Das ist super nett, aber kannst du das woanders hin tun? Wohin dann? Hier in die Mitte? Weil der stürzt tatsächlich nicht. Das ist so nett von dir. Ja, ja, so bin ich. Ich weiß, Raimund, danke. 25 Liter Diesel verbraucht, um ein Gewicht hierher zu fahren. Ja, ich muss eh tanken, deswegen. Die Reifen kannst du auch. Bevor einer da reinkachelt und, ne, weißt du? Ja, ist gefährlich. Die Reifen kannst du aber auch nur der Raimund leisten, ne? Sagst du ehrlich, wie es ist. Braucht das Ding aber. So, pass auf. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine App hier einen Blick werfen. Wir haben Diesel, 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 wir haben Diesel. Okay, das heißt, den müssen wir auf jeden Fall fertig machen. Jetzt heißt es Diesel holen. Moin. Jupp. Moin. Ich werde mich jetzt sofort auf die Socken machen, Diesel holen, weil die Raffinerie unten hat schon produziert. Okay. Wir müssen erstmal solche Sachen wie Mist. Für was holst du gerade Mist? Dünger? Produktion? Hatte ich für die Produktion, ja. Ist da jetzt schon welcher drin oder holst du erstmalig welchen? Produktionen laufen alle. Okay, pass auf, wir müssen erstmal ganz kurz hier... Also fast, wenn du dich um Wasser gekümmert hättest. Ach Gott, ich hab mich um tausend und andere Sachen gekümmert. Jetzt sagst du nicht immer so vorwurfsvoll. Und um Gülle und Gärreste. Ja, pass auf, jetzt guck mal hier. Wir haben hier einen Glas, der muss auf jeden Fall einmal... Brauchen wir da ein Exportangebot für den Johannes? Dann ist hier der Waldrat, der muss auch zum Exporteur, der muss weg. Das ist aber unserer. Ja. Ne, also hier müssen wir schauen, das Insgesamtangebot und dann 8% für uns, ja? Ja. Und dann kommt noch dazu, hier an dem BMW müssen alle vier Räder Randflats drauf geballert werden. Da ist einer blatt. Blatt. So, das muss auch noch hier gemacht werden. Und dann muss ich noch ein Fendtgewicht zu Johannes bringen. Und die Bella wollte noch irgendwas mit dem Traktor. Und der Herr Metzger wartet auf sein BMW. Und Diesel muss geholt werden, weil ganz Schwarzing hat kein Diesel. So. Miguel, du redest zu viel. Hol mal Luft. Ja, was denn? Ich kann doch Jupp helfen mit dem Exporteur. Ja, bitte, dann mach das. Ja, dann sag Jupp, Jupp, weißt du, was Ambach ist mit den Exporteursachen? Aber gut, dass alle gerade da sind. Ambach. Komm mal mit, Bella. Alles klar. Weißt nicht, was Ambach ist? Vielleicht nicht mehr, doch, weiß ich, aber Ambach halt. Ja, wenn du Ambach stehst, dann bist du Ambach, ist doch klar. Nee, Ambach heißt, was ist hier letzte Phase? Du bleibst jetzt da stehen. Okay. Ich hab Angst. Ich hätte jetzt die Augen zu, ja? Mhm. Du wilde Maus. Und, jetzt laufen wir langsam vor. Warte, stopp! Jetzt links rüber, ich führe dich. Rüber, rüber, rüber. Und jetzt laufen wir hier mein Dings lang. Weiter, weiter, links rüber. Bisschen. Au, au! Ja, ich führe dich doch jetzt her. So, stopp! Warte ganz kurz. Mach mal die Augen richtig feste zu. Habe ich? So, weh, du machst sie auf, ich sag's dir, ey. Der kleine Pisser jetzt. Oh, Scheiße. Wo ist der Idiot? Hier vorne. Hä, wo? Meinst du den hier? Oh, so ein Volltrottel. Komm her jetzt. Mach's jetzt. So, Augen auf! Wer liegt denn da? Oh mein Gott, ist der süß! Der ist für dich, Mann! Oh! Ich schaff doch nur Miguel, der ist für dich, Mann. Oh, Mann! Der ist für dich? Ist der süß!
Gut. Hallo. Ja, also du musst Gassi gehen, dich drum kümmern, ne? So, viel Spaß damit. Wir sind wieder quitt. So, können wir weitermachen? Ist das ein Weibchen? Ja. Kira, komm mal her. Kira? Oh, das ist tatsächlich ein schöner Name. Kira, komm mal her. Ja, komm. Ja. Ja, eine Feine. Ja, ja eine Feine was? Bist du. Ja, Feine. Du eine Feine. Hier bitte. Kira was? Ist ein schöner Name. Ja. Ja, Bella, dann. Mua. Mua, danke schön. So, meine meine Bestellung. Ja, wie deine Bestellung? Deine Bestellung sitzt vor dir. Hallo, ist hier irgendeine Bedienung in der Nähe? Ja, komm, Kira, wir gehen mal hin. Komm. Ja, geh mal hin, ja, Kira. Komm. Mach mal Feis. Mach mal Beisi. Den Onkel. Ja, komm. Sag mal, Ringele. Hm? Du hast ja jetzt den Fuhrpark wie schon an der Tankstelle geparkt. Ah ja? Ja, Junge, die brauchst du 50.000 Liter für die zwei Traktoren schon. 16. Oh Gott. Ja, was ist denn jetzt mit Mietwagen, Leihwagen oder so? Ja, pass auf, kannst du den SUV hier nehmen. Den blauen? Ja, den blauen SUV kannst du nehmen. Wenn der alte wiederbringen, das ist unser Schmuckstück, ja? Okay, ich danke dir. Also Labo, du sagst dir Bescheid, wenn das fertig ist. Super, ciao. Wird nicht lang dauern, ciao. So, Raimund, ich hol jetzt Diesel und dann können wir direkt tanken. Wenn du willst, kannst du auch mitfahren. Oh, ja, schauen wir das mal an. Ja. Tag. Nein, das ist doch wirklich ein Feiern. Ja, Anna Max, grüße Sie. Oh, hallo. Ja. Guten Tag, die Herren. Das ist ein sogenannter Investor von Schwatzingen, von was auch immer. Ja, nö, ja, da haben sie es doch schon. Moment, das ist der Investor? Ja, genau, uns. Einen schönen guten Tag. Ich wollte einfach mal kurz anfragen, wie denn das Fest so beim letzten Mal Anklang gefunden hat. Sie meinen das SMB-Trag-Treffen in Untergriesbach? Ja, genau, ich habe ja gehört, da haben sie auch wieder ordentlich Kapital reingeblasen. Durchaus, natürlich. Ja, das MW-Trag-Treffen in Untergriesbach war tatsächlich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr gut. Aber die Frage, die sich ja immer wieder stellt, ich bin ja auch der stellvertretende Bürgermeister, nochmal um das kurz in Erinnerung zu rufen, ist ja, warum investieren Sie und warum weiß jeder was davon außer ich? Ja, es ist halt so, sagen wir mal, Herr Manus, natürlich ist das für Sie vielleicht manchmal etwas fraglich, aber wir scheuen da keine Kosten und Mühen, wenn wir jetzt aufstrebende Gemeinden sehen, so wie wir es mit den Vergangenen gemacht haben, und unterstützen die dann natürlich auch. Und aber Herr Manus, könnten Sie mir vielleicht helfen? Ich suche einen Biobauern. Unerkannt bleiben. Ja. Haben wir nicht in Schwarzing. Oh, das ist aber schade. Da ist der wo weggezogen. Ich wollte da nicht. Haben Sie einen Namen für mich? Na, irgendwie hieß der Herr Ringele oder so, weil ich wollte da. Was nennt der Herr hier? Um 5 Millionen Unterstützung. Das ist er hier mit der grünen Mütze. Ach, Sie. Grüß Sie, Herr Ringele. Enna Max, mein Name. Herr Ringele, ist das so, dass Sie hier der ortsansässige Biobauer sind? Ja. Oh, das ist vorzüglich. Sagen Sie mal, Herr Ringele, wollen Sie vielleicht, wir haben heute Abend etliche Besprechungen, wollen Sie da vielleicht in der Gemeinde mal vorbeikommen, weil es geht um anderen auch um die Förderung ihrer Biobetriebe. Und Herr Ennemann, ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ich finde das ja alles klasse. Aber jetzt muss ich mal kurz fragen, wer hat Besprechungen? Na, also ich mit denjenigen, wo ich das Ganze natürlich unterstützen möchte. Im Übrigen, ich war auch gerade unten beim Herrn Fritzl, da ging es um die Miete seines Wohnhauses. Und natürlich wird ihm heute Abend auch bekannt gegeben, dass er dann mein eingesetzter Geschäftsführer bei sich am Hof ist. Und das machen Sie, das wollen Sie in der Gemeinde machen? Ja, wo wollen Sie es sonst machen? Haben Sie einen besseren Fleck? Aber Sie müssten da schon mich erstmal fragen, ob Sie das in unserem Gemeindegebäude machen dürften. Weil ich wüsste nicht, dass Sie Gemeindemitarbeiter sind. Nein, das nicht, natürlich. Aber Herr Manus, am Finanziellen soll es da nicht scheitern. Dann senden Sie mir eine Summe und dann können wir da natürlich gern drüber reden. Aber es geht auch darum, Herr Manus, ich möchte da auch gern Sie mit ins Boot holen, weil ich möchte auch gern hier bei Ihnen investieren. Und zwar, es gibt eine sehr, sehr komfortable und vor allen Dingen auch rentable Trocknungsanlage, die ich gerne hier bauen lassen möchte. Ich habe gesehen, unten in der Stadt gibt es doch durchaus schon freie Fleckchen. Was wollen Sie denn trocknen? Ja, es ist ja so, man muss ja auch sagen, wir haben nur, natürlich auch eine große Kinokette und da braucht man natürlich auch etwas Popcorn.
Und soll deswegen, das eine Maistrocknung werden oder was? Genau so ist es, weil wir brauchen ja für das Popcorn, das muss Qualität haben und das muss natürlich auch getrocknet werden. Und da kommen natürlich auch Sie ins Spiel, Herr Ringele, denn wir wollen Sie exklusiv als anbauenden Bauer dafür gewinnen. Das wird nix, glaube ich. Oh, warum? Weil ich meine Flächen für die Kühe brauche. Ich habe eine Kuhzucht, eine große. Und da haben Sie wohl jetzt gar keine Fläche mehr zur Verfügung? Nee. Oh. Was wollen Sie da? Da wollen Sie wohl reines Bio-Mais haben oder was für Ihr Popcorn? Ne, das ist natürlich nur die beste Qualität. Außer Sie legen mir, Herr Manus, wenn Sie mir ein Konzept vorlegen, was mich da vielleicht umstimmt, dann ist das natürlich auch keine Problematik. Allerdings, es ist natürlich auch so, wenn ich mich hier so umgucke, naja, das schönste Fleckchen haben sie sich ja nur nicht gesucht. An der Tankstelle wartet man ewig, bis man da ist. Ja, Moment, das Problem sind wir gerade am Lösen. Ne? Da machen Sie jetzt mal hier. Also pass auf, ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Wenn Sie hier produktionstechnisch was in Schwarzing niederlassen wollen, dann kann man natürlich immer drüber reden. Ich meine, das sind alles Einnahmen ja auch für die Stadt. Und am Ende kommt das ja auch den Bürgern zugute. Nein, nicht unbedingt für die Stadt. Also naja, aber Steuern zahlen müssen wie jeder andere. Na, das werden wir noch sehen. Wenn, dann werde ich hier in der Stadt ansässig und dann geht das definitiv auch in meine Tasche zurück. Ja, okay. Wow! Ist ja schön, dass Sie der Meinung sind. Das läuft aber bei uns ein bisschen anders. Ja gut, aber da unterhalten wir uns gerne dann unten nochmal darüber. Dann vielen Dank, meine lieben Freunde, dass ihr dabei wart. Ja, was das für ein komischer Kauz hier ist und was der vorhat, ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend im Livestream, hoffe ich, und morgen Abend vor allen Dingen im Livestream. Denkt dran, morgen Samstag 20 Uhr Spendenstream, heute Abend ab 19 Uhr geht's los. Und ja, auch wieder True Farming. Mal gucken, ob wir dann rausfinden, was der von uns will oder in der Stadt will. In diesem Sinne, lasst das Däumchen da. Bis dahin, tschüss und ciao.